Als letzter Redner vor der Mittagspause freut mich sehr Professor Diego Kiburz, Chefarzt Rheumatologie am Universitätsspital Basel. Kommst mit einem Thema, das viele Fächer immer wie mehr sich beschäftigen, und auch die Rheumatologie selbstverständlich, die Immuntherapie. Bitte, Diego. Vielen Dank, Jörg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Aufgabe, in der nächsten halben Stunde Ihnen über das große Gebiet der Immuntherapie einen Überblick zu geben. Ich möchte das auch mit ein bisschen historischen Elementen noch tun und dann auch auf praktische Aspekte eingehen, die für Sie dann in der täglichen Praxis relevant sind. Vielleicht gerade einleitend, wenn man von Immunmodulation spricht, ist ja heute so, dass nicht mehr immer eine Immunsuppression gemeint ist, sondern wir haben heute ja mit den immunstimulierenden Therapien, also die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, die Onkologen anwenden, durchaus auch potente Therapien, die das Immunsystem fördern. Also wir müssen hier uns klar sein, dass es hier beide Möglichkeiten gibt und dass wir jetzt in meinem Vortrag vor allem über die immunsuppressiven Therapien sprechen, nicht die immunstimulierenden Therapien. Nun, wenn man zurückgeht, Immunmodulation, dann haben wir eigentlich bereits in den 50er Jahren das Thema mit den Glukokortikoiden initiiert. Dort haben wir mit der Entdeckung der Steroide natürlich eine Medikamentenklasse hier dann zur Verfügung gehabt, die einen sehr potenten Wirkungsmechanismus darstellen, um die Immunlage zu modulieren, also indem sie eine Immunsuppression zu erreichen. Und es ist klar, dass man diese Medikamente dann auch eingesetzt hat für Autoimmunerkrankungen mit natürlich einerseits spektakulären Erfolgen, aber andererseits natürlich auch schwersten Nebenwirkungen, sodass klar war, dass man hier andere Medikamente braucht, um die Patienten langfristig zu behandeln bei diesen chronischen Erkrankungen. Und dazu braucht es weitere immunmodulatorische Substanzen, die man auch heute als Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs bezeichnet. Das ist eine gängige Bezeichnung, die Sie überall wieder finden. Und hier werden nun unterdessen verschiedene Gruppen unterschieden. Also diese Medikamente, die älteren Medikamente, die hier aufgeführt sind, die würde man als konventionelle, synthetische, weil sie synthetisch-chemisch hergestellt sind, bezeichnen. Da haben wir eine Liste von bestens bekannten Medikamenten. Ich möchte nur ganz kurz auf einzelne davon eingehen. Das ist eigentlich die erste Gruppe von Immunmodulatoren oder immunsuppressiven Substanzen, die wir zur Verfügung hatten. Mehr oder weniger immunsuppressiv, also beispielsweise hier Sulfasalazin, Hydroxychloroquin, wenig immunsuppressiv natürlich. Wir reden hier von den 80er Jahren, als Methotrexat hier zur Verfügung stand für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis. Das geht etwa 40 Jahre zurück, die Entwicklung dieser Medikamente. Methotrexat vielleicht ganz kurz, weil es eben das Medikament ist, das am meisten angewendet wird. Breite Anwendung im Gebiet der Rheumatologie, aber natürlich auch in anderen Krankheiten. Ist ein Folsäureantagonist und ist letztlich durch die Hemmung der Dihydrofolatreduktase ein Hemmer der Synthese von Pyrimidinen und Purinen, also Nukleinsynthesehemmung, und wirkt dadurch natürlich auch in der onkologischen Anwendung. Wichtig vielleicht hier auch für Sie, es wird 85% renal eliminiert, das heißt, es gibt eine Kontraindikation für Patienten, die eine Niereninsuffizienz haben. Das ist wichtig, weil sonst schwerste Myelotoxizität entstehen kann, wenn Sie bei Patienten mit Niereninsuffizienz dieses Medikament anwenden. Wichtig auch für die Patienten, der Wirkungseintritt ist langsam, also wenn die Patienten nicht innerhalb von 1-2 Wochen eine Besserung haben, dann ist das normal. Wir rechnen hier von mindestens 4-6 Wochen, eher länger, bis dann die Wirkung wirklich etabliert ist. Die Indikation ist breit, das geht von der rheumatoiden Arthritis über Kollagenosen bis zu weiteren Autoimmunerkrankungen. Und die Dosierung, das ist ganz entscheidend, die ist einmal pro Woche. Es gibt hier manchmal, selten zum Glück, aber es gibt manchmal hier Missverständnisse, die Dosierung ist einmal pro Woche. Wenn täglich dosiert wird, ist das schwerst toxisch, das muss man auf jeden Fall mit den Patienten klären, wenn hier Unsicherheiten bestehen. Die Nebenwirkungen sind vor allem gastrointestinal, das kennen Sie sicher sehr gut, aber die Myelotoxizität und auch Hepatopathie sind natürlich ein Thema mit Methotrexat. Aus diesem Grund ist ein Monitoring notwendig und das Monitoring richtet sich nach Vorgaben, die Sie finden können auf der Homepage der Schweizer Gesellschaft für Rheumatologie, www.rheumanet.ch. Sie finden dort für jedes Medikament die Empfehlung, in welchem Rhythmus, welche Bestimmungen im Blut gemacht werden sollen für das Monitoring unter Therapie. Noch ein Wort zum Hydroxychloroquin. Das ist etwas, was Sie sicher auch in der Praxis häufig sehen, weil es das Standardmedikament ist zur Behandlung des systemischen Lupus erythematodes. Das bekommen eigentlich alle Patienten mit dieser Krankheit.
Der Wirkungsmechanismus war für viele Jahre nicht bekannt. Man hat dann später entdeckt, dass es durch die Hemmung der lysosomalen Azidifizierung, also des pH letztlich in den Endosomen, dass auch über diesen Wirkungsmechanismus ein Hemmer ist der intrazellulären Toll-like-Rezeptoren, also TLR3, 9, 7 und 8. Und diese sind eben wichtig für die Immunstimulation bei Lupus. Aus diesem Grund werden die Patienten mit Lupus eigentlich alle mit diesem Medikament behandelt. Nun, was sind die Probleme mit diesem Medikament? Die unerwünschten Nebenwirkungen gastrointestinal sind eher selten. Das ist eigentlich alles weniger wichtig. Was wichtig ist, dass die Patienten eine Retinopathie machen können. Die kann irreversibel sein. Aus diesem Grund sind dort ophthalmologische Kontrollen in der Regel in jährlichem Rhythmus notwendig. Also die Patienten sollten einmal im Jahr vom Ophthalmologen gesehen werden, um hier retinale Ablagerungen früh zu erkennen. In diesem Fall nach Absetzen von Hydroxychloroquin gibt es keine Folgeschäden. Nun, man hat natürlich dann in der Anwendung dieser konventionellen, synthetisch hergestellten Basismedikamenten gesehen, dass es doch einige Probleme gibt und dass vor allem viele Patienten ungenügend ansprechen auf diese Behandlung. Aus diesem Grund war natürlich hier ein großes Bedürfnis, weitere Medikamente zu entwickeln. Und das war eine große Begeisterung, was man gesehen hat. Wir reden hier von den 90er Jahren, also das ist nicht so lange nach der Einführung von Methotrexat, dass man hier durch die Anwendung von einem monoklonalen Antikörper gegen TNF-Alpha, hier Patient mit einer rheumatoiden Arthritis, sehen hier die Auszählung der geschwollenen Gelenke, wie das nachher nach Anwendung von Infliximab massiv gesunken ist, auch das CRP praktisch sich normalisiert hat in diesem Fall. Das war extrem wirksam. Das war die erste Studie, die Anwendung eines TNF-Inhibitors. Und Sie sehen die Folgen hier im Gebiet. Wir haben eine Vielzahl von sogenannten Biologika, also biotechnologisch hergestellten DMARDs nachher über die Zeit hier zur Verfügung bekommen. Sie sehen, der erste, der eingeführt worden ist, das war das Etanercept 1998 in den USA zugelassen, bei uns 2000, und dann eine ganze Reihe von weiteren Biologika hier in Blau, die über die Zeit eingeführt worden sind für verschiedenste Indikationen. Sie sehen hier noch eine weitere braun eingefärbte Gruppe von Medikamenten. Das sind die sogenannten Targeted Synthetic DMARDs. Das sind Medikamente, die ebenfalls relativ spezifisch in Entzündungsprozesse eingreifen, die aber auch synthetisch-chemisch hergestellte Medikamente sind, deshalb keine Biologika, und sie werden deshalb als sogenannte TS-DMARD bezeichnet. Also wenn Sie das irgendwo lesen, damit meint man diese Medikamente. Nun, das geht natürlich darauf hinaus, dass wir ein besseres Verständnis haben der pathogenetischen Mechanismen der Immunstimulation bei Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. Wir kennen nun besser diese Interaktionen zwischen T- und B-Zellen, die Aktivierung von Makrophagen beispielsweise, aber auch stromalen Zellen und welche Zytokine hier eine Rolle spielen. Und da wurden natürlich jetzt auch gezielt Medikamente entwickelt, die in diese Prozesse eingreifen. Und das ist letztendlich das Resultat davon, dass wir eine immer größere Liste von solchen Medikamenten haben. Sie sehen hier, wir haben 5 TNF-Inhibitoren zur Verfügung, die zugelassen sind für rheumatoide Arthritis wie auch für die Spondylarthritiden. Wir haben IL-6-Inhibitoren für verschiedene Indikationen, hier auch die Riesenzellarthritis-Indikation beispielsweise, IL-23-Inhibitoren, Psoriasis-Arthritis, hier die Indikation. Also es nimmt zu, wir haben hier immer mehr Medikamente, IL-17-Inhibitoren, auch wieder Psoriasis-Arthritis und die Spondylarthritiden, IL-1-Inhibitoren hier. Diese sind sehr wirksam bei hereditären Fiebersyndromen, beispielsweise wie das familiäre Mittelmeerfieber, aber auch systemische Formen einer juvenilen idiopathischen Arthritis beim Still und so weiter. Das sind dann eher etwas seltene Krankheiten hier, auch im pädiatrischen Setting, aber das ist auch ein Medikament, das zunehmend hier eine Verbreitung gefunden hat. Übrigens auch sehr gut wirksam bei Gicht und zum Teil auch bei Pseudogicht, weil das auch eine Entzündung ist. Die Kristalle der Gicht, die sind, können das Immunsystem aktivieren, auch IL-1-abhängig, das heißt sehr wirksam, wenn Sie auch hier mit einem IL-1-Inhibitor hemmen.
Dann haben wir auch Medikamente, die etwas weiter oben in der Kaskade eingreifen, nämlich auf der Ebene der T-Zell- und B-Zell-Interaktion. Wir haben Medikamente, die direkt die T-Zellen angreifen, wie das Rituximab oder Belimumab. Und wir haben auch ein Medikament, das die T-Zell-Aktivierung hemmt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Onkologen mit ihren Immun-Checkpoint-Inhibitoren machen. Also wir hemmen hier das Immunsystem über Hemmung der Co-Stimulation. Und bei den Onkologen, dort machen sie genau das Gegenteil. Wir sehen natürlich dann auch die Patienten nach den Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapien, um zu versuchen, das Immunsystem wieder zu reduzieren, wenn sie Autoimmunphänomene machen. Also wir haben hier ein bisschen die gegenseitige Situation hier, dass wir die Probleme jeweils des anderen lösen müssen. Gut, die Biosimilars, das ist etwas, was für Sie wichtig ist. Leider ist es so, dass die Namen, die ich Ihnen gezeigt habe, das sind nicht die einzigen. Es gibt hier eine Plethora von neuen Medikamenten mit anderen Namen, die Sie nicht alle wissen müssen, aber Sie müssen wissen, dass dies halt Biosimilars sind. Die haben einen anderen Namen, bei gleichem generischem Namen, weil sie entwickelt worden sind als, sind keine Generika, man nennt sie eben Biosimilars, weil sie zwar die gleiche Primärstruktur haben wie das Original, also die gleiche Aminosäurensequenz, aber sie können posttranslational modifiziert sein. Das heißt, sie sind nicht identisch wie das Original. Wirksamkeit und Sicherheit ist aber geprüft. Bei diesen Biosimilars sind Studien notwendig, wo man zumindest in der Hauptindikation das Medikament testet. Und das wurde gemacht. Sie sehen hier eine Publikation, wo man hier so ein Biosimilar gegenüber einem Originalpräparat verglichen hat. Und Sie sehen hier, punkto der Wirksamkeit, keinen Unterschied und auch die Sicherheit wurde überprüft, es gab keine Unterschiede. Deshalb ist der Wechsel zwischen einem Originalpräparat und einem Biosimilar heute eigentlich in aller Regel möglich. Nun, warum ist das wichtig? Die Kosteneinsparung ist signifikant. Sie sehen hier die 7 umsatzstärksten Medikamente weltweit 2020. Was Sie sehen können, ist, dass von diesen 7 sind 5 sind Biologika. Das umsatzstärkste Medikament ist Humira. Das ist eingesetzt bei Rheumatoid Arthritis und weiteren Autoimmunerkrankungen, also ein TNF-Inhibitor, das umsatzstärkste Medikament, das es gibt. Sie können sich vorstellen, dass das Potenzial, hier Einsparungen zu machen, selbst wenn diese Biosimilars nur 20% günstiger sind, ist substanziell. Also es ist wichtig, dass diese Patienten umgestellt werden auf Biosimilars, weil signifikante Kosteneinsparungen möglich sind. Nun, ich habe vorher kurz eingeleitet, diese Targeted Synthetic DMARDs, was versteht man darunter? Das sind Medikamente, die zu einer Immunmodulation führen über einen Mechanismus, der intrazellulär ist. Also das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Zytokin hier an den Rezeptor bindet, dann können Sie hier einen Antikörper machen, der entweder gegen das Zytokin gerichtet ist, also ein TNF-Alpha-Antikörper zum Beispiel, der bindet dann das TNF-Alpha und es kann nicht mehr an den Rezeptor gehen. Das ist eine Möglichkeit, das sind die Biologika. Sie können aber auch verhindern, dass wenn das Zytokin an den Rezeptor gebunden hat, dass ein Signal generiert wird in der Zelle, das dann dazu führt, dass dann eine Expression von proinflammatorischen Genen passiert. Und das können Sie tun, indem Sie hier eine Hemmung machen auf der Ebene der Signaltransduktionsmoleküle. Nach Bindung eines Zytokins an den Rezeptor oder überhaupt generell nach einer Rezeptorbindung kommt es dazu, dass hier Signalübermittlungsmoleküle phosphoryliert werden, die dann wiederum Translationsfaktoren aktivieren, die dann in die Zelle hinein, Transkriptionsfaktoren induzieren, die in die Zelle, Zellkern hineingehen und die Genexpression anschalten. Und wenn Sie hier einen Hemmstoff entwickeln können, der verhindert, dass es zu einer Phosphorylierung dieser Kinasen kommt, dieser Signalübermittlungsmoleküle, dann können Sie damit eigentlich den Rezeptor stilllegen, genau gleich wie wenn Sie verhindern, dass es hier zu einer Zytokinbindung kommt. Also eigentlich die Wirkung wäre dieselbe, es ist aber ein Molekül, das hier an der Innenseite der Zelle wirkt. Und diese Inhibitoren wurden auch entwickelt. Ein Beispiel hier die Klasse der Januskinase-Inhibitoren. Das ist nicht für alle Zytokinrezeptoren relevant. Es gibt Zytokinrezeptoren, die nicht Januskinase-abhängig sind, zum Beispiel TNF-Alpha, das ist noch wichtig zu wissen. Aber es gibt eine ganze Reihe von solchen Rezeptoren, die Januskinase-abhängig sind. Sie sehen sie hier im Überblick. Sie sehen, das ist zum Beispiel IL-6, was zum Beispiel wichtig ist bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen, IL-23, was wir schon gehört haben, wo wir Antikörper zur Verfügung haben, aber auch Klasse 1 Interferone. Dort können Sie, die haben ein Signaling, das über diese Signalübermittlungsmoleküle Januskinasen gehen. Und wenn Sie einen Rezeptor
Wenn Sie einen Blocker entwickeln von dem, dann haben Sie eine Wirkung nicht nur auf ein Zytokin, sondern vielleicht auf mehrere, je nachdem, wie der zusammengesetzt ist. Sie sehen, es gibt, um das Ganze etwas komplizierter zu machen, nicht nur eine Januskinase, sondern es gibt hier vier verschiedene. Und dort gibt es auch entsprechend Inhibitoren mit Spezifitäten für verschiedene von diesen Januskinasen. Das ist nicht ganz unrelevant, weil Sie sehen, dass hier zum Beispiel Erythropoietin auch auf der Liste ist. Auch das ist Januskinase abhängig, also Januskinase 2 hier, dann möchten Sie nicht unbedingt einen Inhibitor haben, der primär Januskinase 2 hemmt natürlich, weil Sie sonst Nebenwirkungen zu erwarten haben. Nun gehen wir zu den Nebenwirkungen. Was sind die Nebenwirkungen überhaupt dieser Immunsuppression mit Biologika? Man hat eigentlich große Befürchtungen gehabt, dass sie sehr schwer sein können. Sie sind zum Glück nicht so schwer, wie man eigentlich verfürchtet hat zu Beginn. Sie sehen das Infektrisiko, das ist eine große Meta-Analyse von der Cochrane Database. Schwere Infektionen bei Patienten mit Biologika im Vergleich zu Patienten, die eine konventionelle Basistherapie erhalten hatten, also alles Patienten mit Autoimmunerkrankungen, sehen Sie, dass das Risiko für schwere Infektionen nur mäßig erhöht ist. Das gilt nicht für TB-Reaktivierung, das hat man schon in der Frühanwendung von TNF-Blockern gesehen, dass dort das Risiko deutlich erhöht ist, dass es zu einer Reaktivierung einer latenten Tuberkulose kommen kann. Aus diesem Grund, alle Patienten vor Biologikatherapie müssen auf eine TBC gescreent werden, das machen wir mit Anamnese natürlich und mit einem TB-Test. Da können Sie immer noch eigentlich den Hauttest, den Mantoux machen. Heute wird aber eigentlich in aller Regel der Interferon-Gamma-Release-Assay gemacht, den Sie aus dem Blut bestimmen können. Sind die Tests positiv? Natürlich selbstverständlich, wenn die Patienten symptomatisch sind, müssen sie auch eine Bildgebung machen. Aber wenn das positiv ist, dann wird eine Behandlung einer latenten Tuberkulose durchgeführt. Das ist die Empfehlung, eigentlich Isoniazid, 300 Milligramm über 9 Monate durchzuführen. Wenn Sie das gemacht haben, dann können Biologika nachher eingesetzt werden. Damit ist eigentlich die Behandlung dann abgeschlossen und es gibt kein erhöhtes Risiko, das wurde in Studien gezeigt, wenn Sie nachher dann Biologika einsetzen für eine Reaktivierung einer latenten Tuberkulose. Zu den spezifischen Nebenwirkungen, die es dann für die einzelnen Medikamente dann gibt, vielleicht noch etwas zu erwähnen hier bei den IL-6-Inhibitoren. Dort kann es auch zu Zytopenien kommen, im Gegensatz zu den TNF-Inhibitoren, die das eigentlich kaum machen. Dort ist wichtig zu wissen, dass die CRP die CRP-Bildung abhängig ist von Interleukin 6. Das heißt, wenn Sie einen Interleukin 6-Hemmer beim Patienten verwenden, dann kann es sein, dass das CRP nachher dann komplett unterdrückt ist, selbst dann, wenn eine Infektion vorliegt. Da gibt es hier Daten aus der Literatur und da haben wir auch schon Fälle gesehen natürlich, dass Sie hier eine Sepsis haben können, wenn kein CRP nachweisbar ist bei diesen Patienten. Also wenn jemand kommt und einer solchen Therapie mit Fieber beispielsweise, Sie machen ein CRP bestimmt, das CRP ist tief, dann ist das keine Entwarnung. Da müssen Sie vorsichtig sein, diese Patienten könnten einen schweren Infekt haben, auch wenn sie kein erhöhtes CRP haben. Dann noch zu den Januskinase-Inhibitoren, also diese Signalübermittlungshemmer. Dort haben wir spezifisch ein erhöhtes Herpes-Zoster-Risiko. Das ist heute weniger ein Problem, wenn man ja impfen kann. Das heißt, diese Patienten sollten einer Impfung zugeführt werden. Wir werden gleich darauf kurz eingehen. Was man aber auch gesehen hat, das sind neueste Daten für einen von diesen Januskinase-Inhibitoren, das Tofacitinib. Dort hat man gesehen, dass in einer Studie, wo Patienten mit kardiovaskulären Risiken eingeschlossen worden sind, ältere Patienten waren alle über 50, dass dort tatsächlich das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse erhöht war unter Tofacitinib gegenüber einer Vergleichspopulation und Malignome dort erhöht waren im Vergleich zu TNF-Inhibitoren. Das heißt, bei Patienten, die älter sind als 65, dort hat man das gesehen, oder bereits mit kardiovaskulären Risikofaktoren belastet sind, Rauchen beispielsweise, dort sollte man Vorsicht walten lassen bei der Anwendung der, oder bei Indikationsstellung einer Therapie mit Januskinase-Inhibitoren. Ein weiteres spezifisches Problem, das, denke ich, Aktualität gewonnen hat, natürlich durch die Covid-Pandemie, das ist, dass Sie, wenn Sie eine B-Zell-gerichtete Therapie durchführen bei diesen Patienten, dann verhindern Sie auch die Antikörperproduktion. Das ist kein Problem für das Immunmemory, weil die Plasmazellen immer noch da sind und weiterhin die Patienten schützen für alles, was das Immunsystem früher gesehen hat, aber es ist ein Problem für alles, was neu kommt, das heißt für Covid beispielsweise. Wenn man hier also eine Covid-Vakzination macht bei Patienten, die
mit Rituximab behandelt worden sind, was zu einer B-Zell-Depletion führt, die haben keine B-Zellen mehr, dann sehen Sie, dass hier erst nach einem Jahr 50% der Patienten überhaupt eine Immunantwort macht. Das heißt, die Impfung ist nicht wirksam in diesen Patienten, und zwar für einen längeren Zeitraum. Das muss man wissen natürlich, wenn die Patienten eine Impfung zum Beispiel dringend brauchen. Das gilt nicht nur für Rituximab. Sie sehen hier eine Übersicht über verschiedene Immunsuppressiva und die Impfantwort gegen Covid-19. Und Sie sehen hier, dass das durchaus gilt für Glukokortikoide. Das ist eine deutliche Reduktion der Immunantwort auf Covid-19-Impfung, Methotrexat beispielsweise. Während das für TNF-Blocker kaum gilt, während das für IL-17-Antagonisten kaum gilt, auch für IL-6-Antagonisten deutlich weniger. Also nicht alle Biologiker sind hier, was die Wirkung auf die Immunogenität von Impfungen angeht, schlecht. Sie sehen hier, dass die sogar weniger ein Problem sind als Methotrexat. Und dann vor allem halt die B- und T-Zell-gerichteten Therapien, also Abatacept, T-Zell-Kostimulationsblocker und dann Rituximab, wie bereits erwähnt. Das sind die Medikamente, die am stärksten eine supprimierende Wirkung auf die Impfung haben. Nun, also was tun? Es ist klar, dass alle Patienten, die eine immunsuppressive Therapie bekommen, vorher die Routineschutzimpfungen gemäß BAG-Impfplan haben sollten, also Auffrischimpfungen etc. Wichtig ist, dass wir bei diesen Patienten auch eine Pneumokokkenimpfung durchführen, und zwar einmalig mit dem Impfstoff Prevnar 13. Die Influenza-Impfung empfehlen wir eigentlich allen Patienten. Herpes Zoster ist heute, das ist eine Empfehlung, die neu ist von der ECIF bzw. dem BAG, dass man hier impfen sollte. Alle Patienten ab 65, bei Patienten mit Immunsuppression ab 50 und bei schwerer Immunsuppression ab 18. Also bereits junge Patienten auch, die schwer immunsupprimiert sind, Impfung empfohlen mit dem Impfstoff Shingrix. Das ist kein lebender Impfstoff, kann man problemlos machen, auch unter Immunsuppression. Covid-19, hier werden wir sehen, was die weiteren Empfehlungen sein werden. Selbstverständlich ist das bei Patienten mit Immunsuppression ein Thema, die wir zum Teil auch bereits einer vierten Impfung zugeführt haben. Generell ist so, bei Immunsuppression keine lebenden Impfungen. Die sind kontraindiziert, Sie sehen hier eine Liste von Lebendimpfungen. Wichtig ist auch für Patienten, die reisen, die Gelbfieberimpfungen brauchen für die Einreise in Südamerika. Das ist auch ein Lebendimpfstoff und das darf nicht gemacht werden unter Immunsuppression. Es ist wichtig, dass die Patienten sich das nicht im Tropeninstitut einfach machen lassen, das muss man vorher ansprechen. Was gilt als nicht immunsuppressiv? Auch wichtig, eine Steroiddosis unter 20 Milligramm, dann Therapien mit Hydroxychloroquin oder Sulfasalazin gelten nicht als immunsuppressiv. Dort können Sie eigentlich lebende Impfstoffe dann auch machen. Es gibt auch Expertenmeinung, dass Sie bei tiefdosierten Methotrexat-Therapien das machen können. Das ist aber nicht generelle Empfehlung. Mit Biologika auf jeden Fall keine lebende Impfstoffe. Das Monitoring, wie schon erwähnt, Sie finden für die notwendigen Laborkontrollen die Empfehlung der Schweizer Gesellschaft für Rheumatologie. In der Regel ist das ein Blutbild, Transaminasen- und Kreatininbestimmung bei konventionell hergestellten DMARDs, auch bei den neuen TSDMARDs und bei IL-6-Inhibitoren. Bei den anderen Biologika, insbesondere TNF-Inhibitoren, sind eigentlich keine routinemäßigen Kontrollen notwendig, richtet sich nach der Co-Medikation. Die meisten Patienten sind in einer Kombination behandelt, zum Beispiel mit Methotrexat, dann brauchen Sie natürlich wieder ein Monitoring. Nun, was wird die Zukunft bringen? Wir haben ein bisschen das Problem, da beneiden wir die Onkologen darüber. Die Onkologen wissen immer ganz genau, was für eine molekulare Krankheit sie hier behandeln und wissen auch ganz genau, welches Medikament. Wir wissen das nicht und man muss leider sagen, dass wir für die Wahl der vielen Medikamente zur Verfügung haben, eigentlich relativ schlechte Empfehlungen haben. Also die personalisierte Medizin oder Precision Medicine ist bei uns noch nicht richtig angekommen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, dass man versucht, jetzt hier weiterzukommen. Das ist eine Studie, die man gemacht hat bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis, wo man eine Synovialbiopsie gemacht hat und nachher aufgrund des histologischen Befundes geschaut hat, ob die Patienten ein B-Zell-reiches Bild hatten oder nicht und hat die nachher entweder behandelt mit Rituximab, was natürlich ein B-Zell-gerichtetes Medikament ist, oder mit Tocilizumab, ein IL-6-Inhibitor, und hat geschaut, ob es Unterschiede gab im Ansprechen, je nachdem, wie der histologische Pathotyp war. Das war zwar eigentlich enttäuschend, man hatte hier eigentlich keinen Unterschied gesehen im primären Endpunkt, das ist der Clinical Disease Activity Index nach 4 Monaten Therapie, und da gab es keinen Unterschied. Außer man hat eine RNA-Sequenzierung
Untersuchung gemacht, um das zu unterstützen, dass es B-Zellarmer Phänotyp ist, und dann war es dann signifikant. Sie sehen, das ist ein bisschen ein relativ kruder Approach, muss man sagen. Man nimmt eine B-Zell-gerichtete Therapie und schaut, ob sie bei Patienten, die einen die B-Zell-reichen Phänotyp haben, im Synovium wirksam ist oder nicht, aber das kann funktionieren. Das muss man natürlich weiter verfeinern, um zu sehen, ob wir dann zumindest, indem wir Gewebe gewinnen von entzündeten Organen, ob wir dann vielleicht eine bessere Möglichkeit haben, Therapien zu machen, die maßgeschneidert sind. Und dann noch hier ein Beispiel, zelluläre Therapien sind ein Thema, ebenfalls bei uns, mit CAR-T-Cells, das sind ja groß in den Medien, das wurde auch ausprobiert bei systemischem Lupus hier, eine CD19-CAR-T-Cell-Therapie. CD19 ist ein Oberflächenmark von B-Zellen, das führt zu einer Elimination von B-Zellen, das können Sie hier sehen, die B-Zellen sind hier aufgetragen bei diesen Patienten, die sind komplett verschwunden nach der Therapie, während sie vorher eigentlich nie unterdrückt werden konnten. Sie sehen auf der rechten Seite, wie sich hier die Autoantikörper und die DSDNA-Antikörper bei Lupus hier verhalten haben. Trotz verschiedensten Therapien, unter anderem auch Rituximab, B-Zell-Depletion, nie ein Verschwinden der Autoantikörper, nach der CAR-T-Cell-Therapie dann nachher komplettes Verschwinden dieser Autoantikörper, Krankheitsaktivität weg in diesem vorher schwerst kranken Patienten ohne Ansprechen auf verschiedene Therapien. Solche Optionen, die vielleicht auch etwas längerfristig wirksam sind, sind sicher etwas, was uns in Zukunft vielleicht helfen wird, bei diesen Patienten, die nicht gut angesprochen haben auf bisherige Therapien, eine bessere Therapieoption zu bieten. Das ist aber etwas, was nicht vor der Türe steht. Wir werden noch einige Jahre warten müssen, bis sich das dann bei uns auch im Alltag umsetzen lässt. Take-home-Messages, immunsuppressive, habe ich jetzt gesagt, immunmodulatorische Substanzen haben eine große Vielfalt. Wir unterscheiden die konventionellen DMARDs von den Biologika und von den neuen Targeted Synthetic DMARDs. Die immunsuppressive Wirkung ist unterschiedlich zwischen den Medikamenten. Generell ist das Infektrisiko erhöht mit allen diesen Medikamenten. Impfantworten sind reduziert. Das ist jetzt von großer Aktualität natürlich im Rahmen von Covid. Das ist so. Und das Labormonitoring ist notwendig bei diesen Medikamenten mit wenigen Ausnahmen. Das ist wichtig, dass das regelmäßig gemacht wird aufgrund der doch möglichen toxischen Wirkungen dieser Medikamente. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Diego, vielen Dank für deinen schönen Vortrag. Ein komplexes Thema, vielleicht Biologicals, Biosimilar. Gibt es die Situation, dass ein Biosimilar nicht anspricht und das Original besser wirkt? Machst du diese Erfahrung? Nein, die Erfahrung machen wir nicht und die sind auch alle getestet. Das ist etwas, mit dem man nicht rechnen muss. Aber es ist klar, dass die Formulierung nicht genau gleich ist, ob es zum Beispiel Zitrat drin hat oder nicht in den Fertigspritzen. Das sind Dinge, die die Patienten stören. Sie haben dann vielleicht Nebenwirkungen bei der Injektion, solche Dinge. Sie haben vielleicht vermehrt Rötungen an der Einstichstelle. Das sind Sachen, die wir immer wieder gesehen haben. Ob das wirklich dann echte Nebenwirkungen sind, die vorher nicht waren, das ist manchmal schwierig zu sagen. Es ist klar, dass hier doch auch gewisse Vormeinungen eine Rolle spielen. Patienten sind, die nach mehreren Wechseln ein Medikament nachher bekommen haben, das funktioniert, die sind natürlich wenig begeistert, hier einen Wechsel vorzunehmen, nachdem sie so lange gebraucht haben, bis sie endlich ein Medikament haben, das wirksam ist. Was passiert, wenn man bei einem immunsupprimierten Menschen trotzdem einen lebenden Impfstoff abgibt? Ja, im schlimmsten Fall haben Sie nachher natürlich eine Impfkrankheit. Das heißt, der Erreger kann sich natürlich dann replizieren, die Krankheit produzieren. Also das wäre dann die Gefahr dadurch. Das passiert nicht immer natürlich, aber das sollte man vermeiden. Das ist etwas, was leicht vermeidbar ist. Man kann die Medikamente auch stoppen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob Sie Rituximab gegeben haben. Das können Sie nicht einfach stoppen. Das hat eine lange Wirkungsdauer. Aber gerade zum Beispiel die Janus-Gnas-Inhibitoren können Sie einfach absetzen und können Sie nachher die lebende Impfung dann machen, wenn Sie das Medikament abgesetzt haben. Sofern das vertretbar ist bei diesem Patienten. Wie lange gibt man die Biologicals, beziehungsweise siehst du über die Zeit einer Abnahme des Effektes?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Abnahme des Infektes, ja, das sehen wir tatsächlich immer wieder. Deshalb wird auch häufig gewechselt. Diese Patienten haben häufig eine Geschichte mit verschiedensten Therapien. Eine mögliche Erklärung, die wir manchmal sehen, ist, dass die Patienten also Antikörper gegen das Medikament machen, oder Anti-Drug-Antibodies letztlich, aufgrund einer gewissen Immunogenizität. Also diese Biologika, die werden vom Immunsystem natürlich ebenfalls gesehen und es gibt manchmal eine Immunaktivierung mit Bildung von Antikörpern gegen das Medikament, was dann zur Neutralisierung führt und entsprechend der Effekt dann abnimmt. Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob diese monoklonalen Antikörper Chimär sind. Es gibt solche, die noch Mausanteile haben zum Beispiel, sind immunogener als solche, die vollhuman konstruiert worden sind. Methotrexat zur Behandlung der Late-Onset-Rheumatoid-Arthritis, wenn klinisch und labormäßig eine Remission vorhanden ist oder gefunden wird, lebenslang weitergeben oder kann man das stoppen? Auch das ist eine sehr gute Frage. Das hängt von der Krankheit ab natürlich. Also wenn wir von der rheumatoiden Arthritis sprechen, dann ist das in dem Sinne eine chronische Krankheit, die wir nicht heilen können und die Behandlung ist im Prinzip lebenslang notwendig. Das ist so, das gilt natürlich nicht für alle Krankheiten. Wenn Sie einen Lupus zum Beispiel haben, Sie haben einen Schub, Sie behandeln das und Sie können nachher die Behandlung wieder reduzieren. Dann kann sein, dass die Patienten schubfrei bleiben, Sie können die Behandlung absetzen. Mit Ausnahme vom Hydroxychloroquin, was wir empfehlen, auf jeden Fall weiterzuführen, weil es eine schubprophylaktische Wirkung hat. Vielleicht noch Grund für Covid-19-Reaktivierung nach Rituximab. Ja, wir haben leider Fälle gesehen von schwersten Verläufen, weil diese Patienten dann keine Antikörper gebildet haben. Das gilt nicht nur für die Impfung, das gilt natürlich auch für die Infektion. Also Patienten, die Rituximab hatten und sich dann infiziert hatten, die haben dann auch keine Antikörper gemacht während der Infektion, haben deshalb auch schwere Verläufe teilweise gezeigt. Es gibt nicht nur eine Kontrolle der Virusinfektion durch Antikörper, es gibt auch eine T-Zell-Komponente, die eine Rolle spielt. Die ist nicht behindert mit Rituximab, soweit man weiß, sodass es hier nicht so ist, dass wenn Sie keine Antikörper messen können, zum Beispiel bei einer Impfung, Covid-19-Impfung, dass die Patienten überhaupt keinen Schutz haben. Sie können auch die T-Zell-Komponente als Schutz natürlich entwickelt haben, sodass wir durchaus auch Fälle gesehen haben von Patienten, die nicht schwer erkrankt sind nachher, obwohl sie Rituximab bekommen haben, der Impftiter schwach oder gar nicht da war und sie haben trotzdem diese Covid-Infektion nachher dann wieder bekämpfen können. Also das kann man nicht im Voraus gut sagen, aber wir haben schwerste Verläufe gesehen, inklusive Todesfolge. Wir haben noch eine Minute oder eine halbe Minute. Wie schätzt du das Risiko für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz beim Einsatz von TNF-Alpha-Blocker ein? Ja, TNF-Alpha-Blocker sind kontraindiziert bei Patienten, die bereits eine schwere Herzinsuffizienz haben, aber sollte nicht die Herzinsuffizienz de novo verursachen. Aber wenn Sie Patienten haben, die schwer herzinsuffizient sind, sollten Sie absehen von einer TNF-Alpha-Therapie. Ja, das ist so. Okay, vielen Dank.